So, meine Lieben, in diesem Videoabschnitt machen wir jetzt Schneeflocke 1 zusammen. 2 und 3 kommen in separaten Videos, einfach, dass das schön sortiert ist. Und zwar vom Häkeln bis zum Stecken. Wir machen alles wirklich komplett zusammen. Das hier ist jetzt ein Stück, das habe ich jetzt ohne Cam gemacht. Und jetzt machen wir doch mal eins komplett zusammen. Sollte eure Häkelnadel ein bisschen haken, dass ihr beim Häkeln merkt, die Wolle rutscht nicht ganz, macht sie nochmal aus der Wolle raus und geht mit einer Nagelfeile drüber. Das behebt das Haken. Nur so als kleinen Tipp am Rande. So, dann brauchen wir Stecknadeln, ein wenig Sprühstärke oder wassergestärkten Zucker. Das heißt, ihr nehmt euch ein Glas Wasser und ja, so viel Wasser ungefähr und macht da so viel Zucker rein, bis das Wasser das Zuckerchen nicht mehr auflöst. Und da drin könnt ihr dann auch die Schneeflocken stärken. Ich nehme jetzt bei mir einfach wegen der Trockenzeit Sprühstärke. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe und nehmen die uns auf die Nadel. So, jetzt beginnen wir mit 6 Luftmaschen. Ich habe auch die Originalnadel vorm Kalendertürchen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese 6 Luftmaschen schließen wir uns jetzt mit einer Kettmasche vorne in die allererste Masche zum Ring. So. Und wir häkeln jetzt 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Die ersten 3 Luftmaschen ersetzen ein Stäbchen und dann ist die Zwischenluftmasche. Wir machen einen Umschlag und stechen jetzt in diese Mitte von dem Ring hier. Da, da gehen wir rein und häkeln ein Stäbchen. Das heißt, wir holen uns den Faden durch, haben 3 Schlaufen, holen uns den Faden, gehen durch 2, bleiben 2, Faden geholt und durch die letzten beiden. Eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Insgesamt machen wir jetzt 11 Stäbchen. Luftmasche, Stäbchen Nummer 3. Luftmasche, Stäbchen Nummer 4. Luftmasche, Stäbchen Nummer 5. Luftmasche, Stäbchen Nummer 6. Luftmasche, Stäbchen 7. Luftmasche, Stäbchen 8. Luftmasche, Stäbchen 9. Luftmasche, Stäbchen 10. Luftmasche, Stäbchen 11. Luftmasche. Und das Ganze machen wir jetzt fest. So, jetzt wird es spannend. Hier vorne haben wir unsere Luftmaschenkette, die wir eben gemacht hatten mit den 4 Luftmaschen. Da stechen wir in die dritte ein und setzen eine Kettmasche. So, in die nächste Masche kommt eine feste Masche. Moment. Das heißt eigentlich im Prinzip in die vierte Luftmasche von der Vorrunde machen wir die feste Masche. So, jetzt 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine feste Masche zwischen die 2 Stäbchen. Ihr könnt auch in die Luftmasche selber einstechen, wenn ihr das wollt, aber leichter ist es, wenn ihr einfach in diesen Zwischenraum reingeht und setzt da eine feste Masche. Und jetzt wieder 6 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6. Und eine feste Masche wieder hier dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und das Ganze wiederholen wir jetzt die gesamte Runde. Da bilden sich jetzt so süße kleine Bögen. Da so, da habe ich jetzt schon 3.
Und am Ende haben wir insgesamt 12 von diesen Bögen. So, ich mache das mal schnell und wir sehen uns dann gleich wieder. So, am Ende der Bögen angekommen, machen wir eine Kettmasche hier rein, wo wir mit unserem allerersten Bogen gestartet haben, um einfach diese Runde schön sauber abzuschließen. So, wir häkeln uns jetzt eine Luftmasche nach oben am nächsten Bogen. Wir häkeln uns jetzt nur am Bogen entlang. So. Jetzt kommen 3 Luftmaschen. Die ersetzen jetzt ein Stäbchen. Wir machen einen Umschlag und gehen in die nächste Luftmasche von unserem Bogen und setzen da rein ein Stäbchen. So. Jetzt 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Eine Kettmasche da rein, wo unsere Luftmaschen rauskommen. Wenn wir jetzt den Luftmaschen nach unten folgen, ist hier unten, fängt unsere Luftmaschenkette an. Und da setzen wir eine Kettmasche. Zwei Umschläge in die nächste Masche vom großen Luftmaschenbogen kommt ein Doppelstäbchen. Das heißt, wir holen uns den Faden durch, haben 4 Schlaufen auf der Nadel, holen uns den Faden, gehen durch 2, bleiben 3. Holen uns den Faden, gehen durch 2, bleiben 2, holen uns den Faden und gehen durch die letzten beiden. Jetzt kommen 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir gehen wieder in die Masche, wo unsere Luftmasche rauskommt. Da gehen wir rein und die Kettmasche. Wieder 2 Umschläge. In die nächste Masche des großen Luftmaschensbogen ein Doppelstäbchen. Drei Luftmaschen. Und wieder da, wo diese kleine Mini-Luftmaschenkette rauskommt, rein und eine Kettmasche. Haltet euch den kleinen Luftmaschenbogen hier oben fest, dann kommt ihr leichter durch die Kettmasche. So, ein Stäbchen in die nächste Luftmasche des großen Bogens. Und noch ein Stäbchen in die nächste Luftmasche des großen Bogens. Eine Luftmasche. Wenn wir jetzt hier den nächsten kleinen Bogen oder den nächsten großen Bogen betrachten, da gehen wir so ungefähr in die Mitte hinein und häkeln eine feste Masche. Eine Luftmasche. Warum ungefähr? Findet beim Häkeln mal, ja, genau die Mitte, wenn ihr 6 Luftmaschen gemacht habt. So, mathematisch, klar, die Mitte ist 3, aber wenn wir in die eine 3 reinhäkeln, passt es hier nicht ganz. Häkeln wir hier in die 3 rein, passt es auf der Seite nicht ganz. Deswegen ungefähr. So, ein Umschlag. Wir gehen zum nächsten großen Bogen und gehen in die erste Luftmasche, die wir da haben, und häkeln da rein ein Stäbchen. In die nächste Masche kommt auch ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. In den Anfang unserer Luftmaschenkette eine Kettmasche. Haltet wieder diesen kleinen süßen Bogen fest, den wir gerade gemacht haben. Ein Doppelstäbchen in die nächste Masche der großen Luftmaschenkette oder des großen Bogens. Fünf Luftmaschen und eine Kettmasche wieder an den Anfang unserer kleinen Luftmaschenkette. Doppelstäbchen in die nächste Masche des großen Bogens. Drei
drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und wieder an den Anfang unserer Luftmaschenkette die Kettmasche. Sieht dann immer so ein bisschen aus wie so kleine Zähne. So ein Stäbchen in die nächste Masche vom großen Bogen. Und noch ein Stäbchen in den großen Bogen. Eine Luftmasche. Nächster großer Bogen, wieder ungefähr in die Mitte. Eine feste Masche. Eine Luftmasche. So, und jetzt wiederholen wir das über die anderen Bögen auch. So, um unsere wunderschöne Schneeflocke abzuschließen, machen wir nochmal eine Luftmasche und setzen jetzt. So, hier haben wir jetzt unseren Anfang. Da, jetzt haben wir hier die Lücke und hier unseren Anfang. Hier unten, wo unsere Luftmaschenkette ist, ganz oben eine Kettmasche rein. Faden abschneiden, durchziehen und vernähen. So, und jetzt spreizen wir uns hier unser Ende ein bisschen. Hier ist der Anfangsfaden und hier spreizen wir uns jetzt ganz ein bisschen. Und jetzt können wir hier so richtig schön auf dieser Linie den Faden verstechen. Deswegen auch spreizen, dass man das schön sieht und dass der Faden dann hinterher nicht mehr gesehen wird. So, den Rest hält dann die Stärke zusammen. So, jetzt alles ein bisschen zur Seite. So, wer jetzt keine Spannmatte hat, der kann auch spannen auf einem Stück Styropor. Oder ihr nehmt euch ein Kissen. Das kann auch das Wohnzimmerkissen sein. Eine Matratze, irgendwas, wo ihr Stecknadeln reinstecken könnt. Wo ihr aber bitte auch in der Nacht nicht drauf schlafen müsst. Wer eine Spannmatte hat, ist super, der benutzt die und alle anderen. Schnappt euch euer Wohnzimmerkissen, tut es einfach mal ein bisschen zur Seite. Dem passiert ja nichts. So, jetzt haben wir hier unsere Schneeflocke und wir brauchen unsere Stecknadeln. Jetzt nehmen wir uns so eine 5er Luftmasche und stechen die uns erst einmal fest. Dann gehe ich in die nächstgelegene 5er rein. Und mach mir die fest. Richtig schön gerade fest. So, jetzt gehe ich in die 3er rein von der ersten Stecknadel. Mach mir die. Und jetzt in die 3er von der zweiten Stecknadel und Richtung erste Stecknadel. Und jetzt schieben wir unsere Mitte ein Stückchen nach innen. Das war jetzt ein wenig übertrieben. So. Dass das hier eben drin wie so ein V ist und hier haben wir dann unsere 5er. Jetzt gehen wir zur nächsten 5er und ich stecke mir die fest. Aber jeder hat da seine eigene Taktik. Ich zeige euch jetzt einfach, wie ich das mache. Schnapp mir dann wieder die 3er zu der. Jetzt die 3er zu der Nadel. Und die Mitte wieder ein kleines bisschen rein. Dass wir hier wieder dieses wunderschöne V haben. So, wieder die 5er. Ihr könnt dann auch später nochmal nachstecken, dass ihr dann schaut, ob euch da vielleicht zu viel Spannung drauf ist oder ob die ordentlich liegen, ob euch das so gefällt. Das ist alles kein Problem. Weil noch passiert hier nichts, außer dass wir ein bisschen pieksen. Und die Mitte wieder ein Stück rein.
So, jetzt die letzte Fünfer. Und durch das Spannen der Fünfer spannt sich auch hier innen drinne alles. Und ihr könnt dann halt gleich schauen, ob euch die Form so gefällt. So, jetzt schaut nochmal, ob euch die Form so gefällt. Also mir gefällt hier drüben das zum Beispiel nicht so richtig. Da habe ich auch im Eifer des Gefechts eine Stecknadel vergessen, sehe ich gerade. So, jetzt blicken wir nochmal drüber. Ich würde sagen, die nochmal ein Stück rein. Und jetzt ist das Ganze hübsch. Und ihr macht das jetzt einfach so lange weiter, bis ihr sagt, ja, die Form, so gefällt mir das, so möchte ich das haben. Das geht auch, wenn ihr diese Wasserzuckerlösung benutzt. Da ist zwar eure Schneeflocke schon mal ein bisschen nass oder ganz schön nass, aber man kann es trotzdem immer noch hin und her sortieren, bis einem dann die Form gefällt. So, Achtung, kurz wird's laut. Ich mache Sprühstärke drauf und jetzt lassen wir das Ganze einfach trocknen und dann können die Nadeln ab und unsere Schneeflocke 1 ist fertig. Also wie ihr seht, so schwer war es nicht und das lohnt sich auf jeden Fall. Die Schneeflocken sind wunderschön. Ja, die ist schon fast trocken. Hier können wir sogar schon mal schauen gehen. Das trifft sich ja gerade ganz gut. Ja, dann einfach dann die Stecknadeln raus. Das hier war die, die wir gerade gesteckt haben. Das ist die, die ich davor gesteckt habe. Die ist jetzt noch nicht ganz trocken, aber schon so trocken, dass ich sie euch zeigen kann. Ihr lasst sie bitte vollständig austrocknen. Und so haben wir dann unsere allererste wunderschöne Schneeflocke. Da. Hält auch ganz toll die Form. So, ich lege sie bei mir wieder hin, dass die jetzt noch fertig trocknen kann. Und freue mich dann schon drauf, die beiden Herrschaften ans Fenster zu hängen. So, meine Lieben, ich hoffe, das hat euch jetzt hier schon mal bei der Schneeflocke 1 weitergeholfen. Schneeflocke 2 machen wir dann im nächsten Video genauso wie Schneeflocke 3. Ich mache das jetzt alles separat.